Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Euro Truck Simulator 2 in der 3 Millionen Kilometer Challenge. 3 Millionen Kilometer innerhalb von 3 Monaten mit der Trans-Tube. Wenn du als Fahrer uns unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. Unterhalb des Videos in der Infobox findest du einen Link zur der Trans-Tube. Wenn du meinst, hier mit Kilometer abreißen zu können, dann darfst du dich gerne bewerben. Allerdings muss ich die Bewerbungseinschränkungen noch etwas ändern. Du solltest also definitiv auch ein aktiver Fahrer sein, ne? Es nützt uns jetzt nichts, wenn du jetzt mal... was haben wir gemacht? Wenn du jetzt mal ein, zwei... was war das denn jetzt gerade? Warum sind wir da abgebüxt? Keine Ahnung. Wenn du ein, zwei Touren fährst, aber der Firma dann letztendlich Geld kostet, ne? Das bringt uns alle nichts weiter. Also du solltest schon so zwischen 5 und 6 Touren die Woche fahren, ne? Ganz klar. So, wir biegen jetzt hier ab. Weil je mehr Fahrer es auch immer mehr werden, desto mehr Buchungs- oder Buchhaltungsaufgaben kommen ja auf mich zu. Und dann kommt ja auch die Frage, sollen wir, muss ich hier versicherte Dingens anbieten, Frachten und so weiter und so fort. Da muss ich dann den Geschäftsführer mit rumschlagen. Und ich möchte jetzt mal mit euch langsam einen Konvoi planen. Das heißt, wo wir mal einen Tag alle zusammen fahren. All das ist in Planung. Also wie gesagt, du darfst dich gerne bewerben, wenn du den... unsere Anforderungen entspricht und wenn du mindestens 5 oder 6 Touren die Woche fährst. Also das ist jetzt nicht wirklich zu viel verlangt, das ist jetzt kein High-End-Power, aber ihr müsst euch immer vorstellen, ihr seid ebenfalls ein Teil des Teams, ihr seid oder ihr gehört mit zu den Leuten, ihr dürft mit die Leute sein, die sagen, wir haben es geschafft, 3 Millionen Kilometer innerhalb von 3 Monaten durch den ETS zu fahren. Oh, was macht der da? Um Gottes Willen. Ich hoffe nur, der Junge kann fahren. Aber der hat den wieder offen, bis zum geht nicht mehr. Ich fahre jetzt einfach rüber, weil der fährt nämlich hier runter. Ne, der fährt nicht da runter. Was soll das? Alter, das ich... Ich hasse solche Leute, echt ohne Witz. Ich hasse die. Dafür bretterst du mir jetzt mein Fernlicht in die Fresse. Guck mal, wie der fährt. Guck mal, wie viel Spuren der braucht. Guckt euch das an. Richtig so, du hättest da richtig gegenklatschen müssen. Ah, da fährt er halb über die Wiese. Ich hoffe nicht, dass unser Bagger jetzt Schaden gekriegt hat. Dann wäre was los gewesen. Da können wir sowieso mal drauf schauen. Warte mal. Ja, noch 0% Schaden, aber unser Auto hat 3% Schaden. Das liegt aber definitiv daran, ganz normaler Verschleiß, Reifen und so weiter und so fort. Wir müssen dann definitiv auch mal reparieren gehen. Ah Mann, da kommen jetzt so viele LKWs entgegen. Da braucht man gar nicht mehr das Fernlicht anmachen. Da steht schon wieder einer abgesattelt. Auf jeden Fall geht heute die Tour ziemlich schnell, meine Freunde. Und das freut mich.
Und ihr hört es, wir arbeiten hier nonstop mit unseren 25 Tonnen Hänger. Aber das ist auch wieder so eine Tour, wo nichts passiert, wo gar nichts passiert. Sehr kurios. Also die letzte Zeit ist es im Multiplayer hier ganz ruhig geworden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht sagen sich die Leute, ach, das ist langweilig geworden, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ETS immer noch so viel Spaß macht und gerade im Multiplayer. Und freut euch noch auf das, was noch alles hochgeladen ist hier bei YouTube schon, was da wirklich noch an Folgen kommen. Da kommen so witzige Sachen noch. Ich habe mal gestern, habe ich mir einfach mal die Mühe gemacht und einfach mal alle Videos nochmal geschaut, die ich so hochgeladen habe bis dato. Wir sind jetzt schon, meine Freunde, ich sage es euch jetzt, wir sind jetzt schon bei 210 Folgen European Truck Simulator. Und ja, das ist gar nichts, ne? Aber da kommen noch so viele wahnwitzige Sachen, Geisterfahrer, Unfälle mit Toten und so weiter und so fort. Also ich versuche ja auch immer ein bisschen Story da reinzubringen. Wie zum Beispiel, wenn ihr mitbekommen habt, habe ich ja irgendwann mal Palaver angefangen mit einem Pförtner bei einer Firma und der hat mich dann verklagt und so weiter und so fort. Also ich versuche da noch ein bisschen Leben reinzubringen. Und ja, also wie gesagt, ihr werdet es sehen, verfolgt die Sendungen und ich versuche immer das Witzigste so wiederzuspiegeln. Und ja, das ist ein großes Anliegen von mir an euch, wirklich dokumentativ alles wiederzulegen, was ich hier bisher gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Ihr dürft die Videos gerne vergleichen, auch wenn ich die einfach abrupt sage, so wir machen morgen weiter an der Stelle oder so. Oder wenn ich sage, für mich geht's nahtlos weiter, für euch Dingens. Ihr dürft gerne die Kilometer kontrollieren vom alten Video oder das vorangehende Video und dann das, was danach kommt. Ich bescheiß euch mit keinem einzigen Kilometer. Ich habe versprochen, und das war meine Garantie an euch, ich werde alles Schritt für Schritt dokumentieren, auch wenn es für mich manchmal oder für euch langsam langweilig wird, aber Versprechen ist Versprechen. Und wenn ich sage, ich dokumentiere alles von Anfang bis Ende, dann mache ich das auch. Und so ist das hier auch. Aber für mich wird es umso schöner sein, wenn ich dann irgendwann in 3-4 Jahren und es vielleicht den ETS 3 gibt, nochmal die ganzen Folgen anschauen kann und kann sehen, guck mal, was habe ich da geackert. In der Stadt war ich und so weiter und so fort. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Wir müssen jetzt hier wieder runter Richtung Erfurt. Hier kommen aber jetzt viele, viele entgegen. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Gibt es hier was Besonderes? Nee, ne? Wie gesagt, es gibt manche Leute hier im Spiel, ja, ich glaube, die fahren nur immer zu den Hotspots hin, um gesehen zu werden. Entschuldigung, da gibt es aber auch jetzt hier die Firma, die ist mir jetzt schon mit 5 Zügen entgegengekommen, die TFT in grün davor geschrieben, also müsst ihr mal zurückspulen, das waren jetzt 5 oder 6
Und ja, das ist ja auch schön, ne? Wenn die da immer zusammenfahren und so, die Leute. Also solche Firmen finde ich auch immer richtig gut, wenn die was mit ihren Angestellten unternehmen halt, ne? So, wir werden jetzt mal wieder was trinken. Alles unprofessionell hier während der Aufnahme trinken und so, ne? Aber bevor ich euch da mit einem Hustenanfall im Video belästige, trinke ich lieber mal schnell was. So, wir machen mal einen Spurwechsel, weil es jetzt doch dreispurig ist. Und da ist wieder ein abgehangener. Also wenn der Trailer da steht und der Fahrer selber, dann ist der definitiv ausgelockt oder hat einen DC. Oh, hinter uns kommt ein Raser. Hinter uns kommt Heinz Schumacher. Guck mal, was der angeballert kommt. Erstmal hat er sämtliche Fernlichter an, die es gibt. Und wir fahren konstant 90 und jetzt geht's bergab. Und der holt uns noch ein. Und guck mal, wie viel Beleuchtung der hat. Weihnachtsbaum ist nichts dagegen. Ah, mach mal eine Warnblinkanlage an. Du bist die Hausnummer, du bist der Name, Crossfire. Gut, meine Freunde, ich würde aber sagen, die Folge ist wieder zu Ende. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Tag wieder dabei seid. Für mich geht es nahtlos weiter, für euch einen Tag später. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.